Ach, leider die Kamera zu spät angemacht. Ach, die sind im Doppelflug hier vorbeigeflogen. Einmal kurz hier drüber. Volle Kanne und da hinten müssen sie jetzt irgendwo noch rum. Die machen bestimmt eine riesengroße Acht hier irgendwie rein. Geht ja super los. Ich wollte das erste Mal hier drin staubsaugen in der Hütte und zweimal das Ding angemacht und gesäubert und dann bla platsch, hat es gar nichts mehr gesagt. Ne, der Temperaturschalter scheint da auch irgendwie nicht drin zu sein. Ich habe es kalt werden lassen und habe es dann nochmal probiert und es ging auch nicht. Ja, also Ansteuerung kaputt. Und da ist mir der Tom Strangmann durch den Kopf gegangen. Grüß dich, Tom. Ja, der hat mir dann nämlich mal erzählt, dass ihm das auch mal passiert ist. Und da hat er seinen Staubsauger einfach auseinandergenommen, hat die Drähte rausgesucht, die in den Motor reingehen. Das sind jetzt hier die. Ne? Hat den Rest einfach von der Platine weggeschnitten hier. Und ist damit direkt an seine Batterien gegangen. Er hat gemeint, mit 48 Volt läuft das Ding einwandfrei. Und ich habe es jetzt erstmal mit 36 Volt hinbekommen. Naja, ist noch nicht volle Leistung. Mit 48 Volt dürfte es dann noch etwas stärker werden. Ja, und ja, es sind ja Universalmotoren eingebaut. Und ich glaube, wenn man sich über die informiert, kommt dabei raus, dass die im Gleichstrombetrieb sowieso effizienter sind. Irgendwie. Okay. Ja, ich tue dann mal die Stromaufnahme messen und die Saugleistung so mal ein bisschen vergleichen. An die 1500 Watt, die original drauf ausgewiesen sind, möchte ich definitiv nicht rankommen. Ne, jetzt, dann habe ich so einen neuen EU-Staubsauger, der weniger als 750 Watt zieht oder keine Ahnung, wie viel die ziehen sollen. Ja, vielleicht machen die das dann auch so. Einfach Gleichstrom drauf und effizienter ist es. Okay, bis bald. Das läuft jetzt stromlos. Nur mit Solar. Also haben wir mit Solar und REMF 100 Amperestunden Batterien voll. Hier ist jetzt nur ein einziges Panel dran, was ursprünglich 50 Watt gebracht hat. Aber ich habe die Dinger als defekt gekauft. Ne? Also wenn man da bei normaler Sonneneinstrahlung die Voltzahl gemessen hat, die normalerweise so bei 40 Volt liegen sollte, oder 46 besser gesagt, war es da noch so bei 30 maximal. Also vielleicht noch die Hälfte an Watt, was das Panel bringt, aber wenn es die ganze Zeit schon überlebt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja höher, dass es die restliche Zeit ums doppelte, dreifache auch nochmal überlebt. Also bin ich ganz glücklich drüber, so ein defektes zu bekommen. Ne, da weiß ich wenigstens, was ich habe. Und mal schauen, ob das dann auch so funktioniert. Also meine erste 100 Ampere-Stunden Batterie hat es mir schon vollgehauen. Das ist die zweite, die dranhängt. Ihr seht, draußen ist heute etwas bewölkt. Und trotzdem ein einziges Panel, was noch irgendwie 20, 25 Volt bringt, reicht aus, um die zu laden. Hehe, so schnell bekommt man neue Freunde. Hm, wo ist er denn? Da ist er ja. Horni nenne ich ihn jetzt. Am ersten Tag habe ich ihn aus meiner unteren Hütte befreit. Da hat er sich aus Versehen eingesperrt und am nächsten Morgen war er hier oben drin gewesen. Da habe ich ihn dann auch befreit und jetzt kommt er regelmäßig zu mir, um zu kontrollieren, was ich so mache. Ja, ich weiß nicht, ob es eine er oder sie ist, aber ich habe ihn jetzt erstmal Horni getauft. Mal gucken, wann er dann das nächste Mal auftritt. Tatsache, hat gar nicht so lange auf sich warten lassen. Ja, mein Freund, jetzt ist eine Tür hier reingekommen. Ja, da guckst du. Ratzfatz geht das. Ja, wie kommst du jetzt nochmal zurück? Doch nicht.
Okay. Jetzt fällt mir ein, warum Horni vielleicht hier in die Hütte reinkam. Obwohl, nee, kann jetzt sein, da hatte ich den RMF-Charger noch gar nicht gehabt. Naja, wer weiß, im morphogenetischen Feld war es vielleicht schon so gewesen. Aber das Sumsebrumm-Ding, das fetzt. Ja, ist nur bei dem großen Ferritkern so, hier, wenn ihr einen kleineren habt, da hört ihr dann gar nichts, da ist die Frequenz dann höher. Aber trotzdem, es ist mal richtig schön zuzuhören, ob es heller oder dunkler wird. Naja, gleich dürfte sich die Wolke da vor die Sonne verschieben. Kann ich euch das richtig schöne laute Pfietschen jetzt so gar nicht zeigen. Ja, mal gucken. Aber merkt euch mal den Ton. Und jetzt geht's runter. Jetzt kommt die Wolke vor die Sonne. Das ist so genial. Das Prinzip, das Schultiefprinzip, das regelt sich völlig von selbst. Muss man gar nichts weiter dazu machen. Ja. Aber funktioniert trotzdem noch, auch bei niedrigeren Voltzahlen. Na, Horni? Bist du noch da? Also doch. Da hinten ist erstmal Toilette, da muss ich noch aufräumen. Ja, da haben sich die Mäuse ganz schön drüber hergemacht hier. Mein ganzen Sack Getreide ausgeleert und hier überall verteilt. Naja, sieht ekliger aus, als es eigentlich ist. Na gut, also Horni macht sich's bequem da hinten. So. Das hier sind Kandidaten vom Schrottplatz. Ja, wenn man da ein gutes Wort einlegt für seine Sachen, die man da machen will. Das erste, was einen die Leute fragen, ist, ob er Bomben draus basteln möchte. Ja, aber zum Glück haben wir ja einen Haufen Videos schon veröffentlicht, da können die dann gleich nachgucken, was man sonst noch alles mit Batterien machen kann, außer Bomben basteln. Ja, und hier verrichten die RMF-Charger nach wie vor ihren Dienst. Bist du denn? Ein Kolostor rum. Tatsache. Kommst du noch mal extra in die Kamera? Hallo, Horni. Hui. Beim Aufräumen hier habe ich eine tote Maus gefunden und einen einzigen Bohnensamen. Tja, was man damit wohl macht. Guten Morgen. Und immer noch sprühen wir vor Begeisterung. Naja, gibt es halt ein paar Watt weniger über die Solarpanels heute wieder mal. Ja, ihr lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, wa? Da ich letztens mitbekommen habe, dass einige von euch immer noch arge Probleme haben, so einen RMF-Charger zu basteln. Jetzt nochmal ganz kurz, ich kann es nur so zeigen, wie es ich mache und bei mir funktioniert es halt. Ne? Wieso es da bei euch nicht geht, kann ich euch echt nicht sagen. Also normalen Transistor, das ist die NPN-Version. Bei der NPN-Version gehen die beiden Dioden raus, ne? Also vom mittleren Beinchen und vom rechten Beinchen. Also der Kopf nach unten sozusagen. Hier unten ist dann der Strich. Ne? Und die letzte Diode sollte eine
Wir können dreimal dieselben Dioden nehmen, aber ich mache es gerne so, dass ich dann die Diode hier als richtig schnelle Diode ausführe. Also die ist dann etwas schneller von den Schaltzyklen her als die anderen. Ja, das ist der erste Teil. Das kann dann auch so aussehen hier. Hier ist dann eine andere Art von Diode drin. Und hier kommt dann einfach der Triggerteil ran. Ne? Einfach ans andere Beinchen euren 300 Ohm Vorwiderstand oder wie viel Ohm ihr dann halt nehmen wollt. Müsst ihr mal durch die Tests rauskriegen, was das Beste ist. Hier ist jetzt die Version mit den zwei LEDs in Reihe und dann einfaches Potty. Ja, und dann kommt hier das letzte freie Beinchen vom Potty, kommt dann an den dünnen Draht vom Ferrit und der dicke Draht kommt hier in die Mitte. So, mal noch ganz kurz zur Funktionsweise von dem Re-EMF. Ja, hier haben wir unsere Quelle. Plus, Minus. Wir folgen also unserem Minusstrang. Ja, deshalb von Minus nach Plus anfangen. So hat es mir der René erklärt, dass man so Schaltpläne am besten lesen kann. Und dann kommt ja hier unsere Diode vom Transistor. Ne? Hier ist jetzt unser Transistor eingebaut. So und so und so, ne? Glaube ich. Wir gehen also von Minus nach Plus und hier die Diode. Das ist historisch damals so gewachsen. Ne? Wo sie irgendwie das Diodensymbol erfunden haben, sind sie irgendwie noch davon ausgegangen, dass der Strom von Plus nach Minus fließt. Und dann macht es Sinn, dass an der Seite die Sperre ist. Ne? Wenn jetzt aber der Strom von Minus nach Plus fließt, ist das ein bisschen unlogisch. Ne? Tja, haben sie dann später auch rausgekriegt. Ich glaube, bei der Z-Diode haben sie es dann wieder andersrum gemacht, das Schaltzeichen. Deshalb ist das irgendwie ziemlich verdreht hier in der Elektrik. Ne? Aber wenn man das weiß als historischen Hintergrund, wird es dann wieder etwas logisch. Also wir merken uns jetzt mal unlogischerweise, dass der Strom von Minus nach Plus fließt und dann hier durch die Sperre eben durch kann. Ne? So ist es dann praktisch offen, das Diodensymbol. Bisschen verwirrend, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Jedenfalls so ist es jetzt offen. Jetzt kann der Strom hier durch. Geht hier hoch an unseren Ringkern. Ne? Das ist die erste Wicklung vom Ringkern. Einen Ring hin. So, und dann geht es hier oben in unsere Batterie, die geladen werden soll. Minus, Plus. So, hier gehen wir noch runter. Das ist der erste Schaltzyklus. Ne? Das ist praktisch die andere Batterie mit der Quellbatterie. Das ist die Quelle. Mit der Quellbatterie parallel und nur die kleine Drosselspule hängt dazwischen als ja, Drossel sozusagen. Ne? So, jetzt ist aber der Ferritkern dann hier irgendwann gesättigt, wenn der Strom hier durchgemacht ist und praktisch kein Stromaufbau mehr vonstatten geht. Ne? Praktisch alles gleich bleibt. Und da haben wir ja dann hier unsere zweite Wicklung drauf. Und wenn die dann praktisch, ja, praktisch der erste Strompuls macht hier durch, feuert voll hier rein, ne, wird praktisch hier mit den, wenn wir hier 20 Volt haben und hier eine 12 Volt Batterie, haben wir hier die zwei kompletten 20 Volt hier oben auf die Quellbatterie, auf die zu ladende Batterie drauf. Und dann kommt hier das Signal durch einen Trigger, ne, das dauert ein Stückel, hier haben wir noch einen Vorwiderstand dran. Und hier unser Potty jetzt mal, ne, mal ohne die LEDs, kann man LEDs auch noch mit reinzeichnen. Dann schaltet der hier aus und schaltet den Strompfad dann wieder weg, ne, sozusagen. Und in dem Moment, wo das hier weggeschalten wird, ist er aber hier oben in unserem Ferrit noch ein Haufen Strom gestaut drin. So, und deshalb ist jetzt hier diese Diode drüber. Und die schafft es nun, dass der Strom, der hier drin gespeichert ist, als winziger Kurzschluss sozusagen auf die Batterie verkehrt rum draufgegeben wird. Ne? In dem Moment, wo unser Feld hier drin zusammenbricht, ändert sich ja die Stromrichtung. Kennen wir ja, ne? Motor-Generator-Regel. Und das heißt, diesen Back-EMF,
ne, den wir normalerweise mit unseren Bedinis immer positiv auf unsere Batterie als Ladung draufhauen, der fungiert jetzt hier sozusagen als Entladung, als winzig kleine, riesengroße Entladung, belastet die Batterie also praktisch kurzzeitig mal richtig schön extrem, hält sie richtig schön fit. Tja, und dann kann das ganze Spiel wieder von vorn losgehen. Hier drüber haben wir auch noch eine Freilaufdiode drin. Und hier in dem Strang ist ja dann auch noch eine Diode, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Genau, richtig, jawohl. Ja. Und das ist momentan, so wie ich momentan das ganze Ding verstanden habe, das ganze Geheimnis, warum der Re-EMF-Charger so gut funktioniert. Ne? Ich meine, mit den, gehen wir erstmal von 50 kHz aus, also 50.000 Mal pro Sekunde wird dann die Batterie geladen und auch gleichzeitig richtig schön kurzzeitig entladen. Und das heißt, das macht die richtig fit mit der Zeit. So, und das ist nochmal ganz kurz zum Verständnis, wie ich mir die Ringkerne immer wickel. Ich wickel mir die immer so wie ein Ohm-Zeichen, ne? Sieht ja jetzt so aus wie ein Ohm. Und lasse praktisch hier immer ein Stück frei. Und optimal normalerweise an der Stelle hier durchtrennen, dass es dann so ähnlich ist wie beim Zeilentrafo, dass wir da einen kleinen Luftspalt haben. Ja, hier lasse ich das erste Mal, weil jetzt habe ich keine Säge im Garten und ein Schraubstock ist auch noch nicht da. Und es muss auch so gehen, erst einmal nicht ganz optimal, aber wird erstmal funktionieren. So, und dann eben, ja, ich habe den jetzt zwar mit drei Drähten gewickelt, aber normalerweise nehme ich die zwei hier zusammen, habe hier einen dicken, habe hier einen dünnen und dann nehme ich mir den dünnen von der einen Seite mit dem dicken von der anderen Seite und die werden jetzt praktisch zusammengetüdelt da an der Stelle und das wird dann mein gemeinsamer Ausgangsminus werden, ne? Wo dann hier die Spule und die Spule zusammen sind, ne? Tja, und der Rest dann wie gehabt anschließend. Das hier kommt an die mittlere Anzapfung vom Transistor und die andere Seite kommt dann hier ans Potti. Und das war's dann schon. Also so hier müsste es ausschauen, ne? Ja, und wenn alles richtig angeklemmt ist, müsste es dann so hier aussehen. Ich habe jetzt eine 12 Volt Quelle dran, das ist ein 6 Volt Akku, ne, haben ungefähr 6 Volt Unterschied. Und damit kann man es eigentlich sehr gut sehen, ob es dann funktioniert oder nicht. Ja, ja, jetzt dreht er richtig auf. Gut. Nun gibt es mal wieder was für den freien Markt. Wir wollen ja, dass das Segelohren-Bob-Labor hier wächst und dass es erstmal überleben kann, ist es erstmal wichtig, in den nächsten 1-2 Wochen ein paar Mäuse zusammenzukriegen, damit die Stromrechnung in Karten bezahlt werden kann. Ja, ihr wisst, die Stromanbieter wollen ihre Kohle haben, da sind die unerbittlich. Also habe ich mal was gemacht für Strom. Re-EMF-Charger Nummer 1, passiv gekühlt, ohne Störung, ein Lüfter dazu. Und hier drüben ist der zweite. Die sind optimal ausgelegt für, ne, ich nehme sie jetzt momentan für solche Solarpanels, die ich hinterm Fenster stehen habe. Das heißt, die kriegen natürlich nicht die hundertprozentige Leistung raus, was draufsteht, aber ihr seht, ne, für 1,74 Ampere sind sie ausgelegt und 33 Volt. Und ich habe jetzt hier stinknormale die Kollegen dran, nur vorübergehend natürlich, ne, das ist nur für Demonstrationszwecke, um euch das mal zu zeigen. Und das geht sehr gut, muss ich sagen. Ich habe das erst 4-5 Mal gemacht. Die Kapazitäten bleiben, sie werden nicht weniger. Und man kann dann also auch mit mehr als 20 Volt reingehen, wenn man eine 12 Volt Batterie laden möchte. Ja, es wird schon etwas warm. Ich schätze es mal so 40, 45 Grad ist der Lüfter hier. Dann könnte man dann eventuell noch in irgendein Gefäß reinstellen und sich dann nebenbei noch irgendwas warm machen. Oder man dreht dann halt hier mit dem Potti in die Richtung, wo man hin will. Na, da kann man dann auch alle möglichen Größen von Batterien laden. Momentan, ich habe vorhin mal gemessen, 800, 900 mA zieht jetzt momentan hier durch.
Und hier habe ich dann noch einen Schalter angebaut, dass man dann auch die LEDs mit einschalten kann. Ne? Somit kann man dann noch etwas entspannter fahren. Also der Kühlkörper wird dann nicht mehr, wird dann überhaupt nicht mehr heiß. Und man kann dann auch so kleine Gelbatterien dann damit laden. Ne? Oder hier sowas dann. Na, somit kann man dann die Milliampere dann schön einstellen. Ja, ich denke mal, das dürfte reichen für einen Garten. Ne? So spritzwassergeschützt ist es auch. Und wenn man irgendwie Kondenswasser sich drin sammelt, bis aufs Putti und hier oben das Teil, ja, da dürfte dann eigentlich nicht viel passieren. Ja, bis auf die zwei Dinger. Also direkt unter Wasser setzen sollte man es nicht, aber so für draußen müsste das schon gehen halbwegs. So, jetzt fahren wir wieder volle Kanne. Ja, ist das volle Kanne? Ja, das ist volle Kanne und das ist obervolle Kanne, ne, wenn jetzt die LEDs weggeschalten sind. So, viel Glück bei euch beim Ersteigern und bis später. Heulerei.